Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe zum Thema Fatima. Unser Studiogast ist wieder José Correa aus Brasilien, aus Sao Paulo. Herzlich willkommen, Herr Correa. Danke, it's my pleasure to be here. Es freut mich sehr, hier zu sein. Sie haben es gehört, Herr Correa spricht auch ein bisschen Deutsch. José Correa, Sie haben 1985 das erste Mal Kontakt bekommen zur Kirche in Not. Sie haben sich sicher seither bis 2003 des Öfteren mit Pater Wernfried van Straten, dem Gründer von Kirche in Not, auch über Fatima unterhalten. Was hatten Sie da für einen Eindruck? Wie wichtig war Pater Wernfried van Straten Fatima für sein Hilfswerk? It was quite clear. Es war von Anfang an klar, dass Fatima wichtig für Pater Wernfried war. Er sagte immer, dass Fatima am Herzen der Mission von Kirche in Not liegt. Für ihn war Fatima sehr wichtig, auch für die Mission von Kirche in Not und für die Welt von heute. Deshalb sprach und predigte er oft über Fatima. Oder schrieb auch in seinen Briefen darüber. Er fuhr auch häufiger dorthin. Ihm war die Botschaft von Fatima wichtig. Sie bezieht sich auf die Probleme der heutigen Welt. Darin heißt es unter anderem, dass Russland seine Fehler in der Welt verbreite. Es ging um die Sünder, den wachsenden Sündenberg in der ganzen Welt, und dass die Menschen ihre Sünden bereuen und sich Gott zuwenden müssten. Und wie wichtig das Gebet und die Buße sind. Fatima handelt besonders von Gebet und Buße, nicht so sehr von Wundern, denn das hat mehr mit Lourdes zu tun. Fatima handelt mehr vom Gebet und der Buße. Das berührte Pater Wernfried sehr. Dies lag im Herzen der Botschaft. Herr Correa, bereits in den 60er Jahren hat der zuständige Bischof für Fatima, also der Bischof von Coimbra, gesagt, Kirche in Not hat seinen Platz mitten in der Botschaft von Fatima. Was würden Sie sagen, war dem Speckpater am wichtigsten an der Fatima-Botschaft in Bezug auf Kirche in Not? In Gesprächen mit ihm und auch während der Reisen mit ihm nach Fatima erkannte ich, dass für ihn die wichtigste Botschaft an die Völker der Welt war, sich zu bekehren und für die Gnade Gottes offen zu sein, dass die Welt sich dadurch ändern würde, was mit der Bekehrung Russlands enden würde. Der Satz der Mutter Gottes in Fatima, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, war für ihn eine riesige Hoffnung für die Zukunft. Eine Hoffnung gegen alle Hoffnung. Denn wenn man mit eigenen Augen sieht, wie die Welt ist, führt das eher zur Verzweiflung. Man verliert die Hoffnung. Es wird ja immer schlimmer. Aber unsere liebe Frau versprach, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das war eine riesige Hoffnung für Pater Wernfried und für uns alle, die wir mit ihm zusammenarbeiteten. Herr Correa, Sie haben es gerade erwähnt, die Gottesmutter in Fatima hat gesagt, am Ende wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren. Aber sie sprach auch davon, dass Russland sich bekehren muss und wird. Welche Rolle spielte das für Pater Wernfried, Russland und die Bekehrung Russlands? This reflected very much in the interest of Father Wernfried in Russia, in doing apostolate in Russia. Er hatte großes Interesse an Russland, am Apostolat in Russland für das russische Volk, an der Evangelisierung Russlands. Von Anfang an hielt er meinen Vorschlag, ein Radio für die Evangelisierungsarbeit zu nutzen, für eine wunderbare Idee, eine Idee Gottes. Bis dahin gab es das nicht. Viele wunderbare Menschen hatten sich zwar bemüht und zum Beispiel kleine Bücher oder die Bibel geschmuggelt,
aber nichts Großangelegtes war passiert. Von Anfang an hatte Pater Werenfried die Hoffnung, von der Botschaft von Fatima her in großem Rahmen die Bekehrung des russischen Volkes in Angriff zu nehmen. Er wollte ein kleines Werkzeug in der Hand Gottes sein und dabei mithelfen. Er wollte allen helfen, die daran arbeiteten, nicht nur uns mit unseren Radios. Es gab auch andere, wie zum Beispiel Comunione e Liberazione. Diese Bewegung aus Italien kümmerte sich auch um Evangelisierungsarbeit. Pater Werenfried half auch ihnen von Anfang an. Pater Werenfried hat das Werk Kirche in Not, was früher Ostpriesterhilfe hieß, des Öfteren der Gottesmutter von Fatima geweiht. Waren Sie dabei und welche Bedeutung hat er dieser Weihe beigemessen? Yes, I was presenting. Ja, ich war bei einer seiner Weihen dabei. Fragen Sie mich aber bitte jetzt nicht nach dem genauen Jahr. Es war in den frühen 90er Jahren. Wir waren mit mehreren hundert Menschen, Wohltätern aus ganz Europa, dort auf Pilgerfahrt. Er vollzog die Weihe selber und war dabei sehr bewegt und berührt. Das Werk war natürlich schon vorher der Mutter Gottes geweiht worden. Aber er wollte es wiederholen, die Weihe sozusagen stärken, auch den Wohltätern von Kirche in Not gegenüber. Er wollte sie stärker einbeziehen. Das hielt er für sehr wichtig. Dabei wurde auch ein sehr bewegender Kreuzweg gebetet. Ich erinnere mich ganz deutlich an Pater Werenfried, wie er diesen Kreuzweg laut betete. Er selber war davon sehr berührt. Gleichzeitig bewegte und berührte er auch uns alle sehr. Pater Werenfried hat nach meinem Kenntnisstand das erste Mal die Weihe vollzogen in dem Jahr, als Papst Paul VI. Nach Fatima gereist ist, also in den 60er Jahren. Herr Correa, wir haben uns gerade vorhin unterhalten, dieses Hoffnungszeichen, was für Pater Werenfried von dem Satz ausging, mein unbeflecktes Herz wird triumphieren, dass dem vorausgeht die Bekehrung Russlands. Pater Werenfried hat das mal in seinen Richtlinien so formuliert, die Neuevangelisierung Russlands ist die ureigenste Aufgabe der russisch-orthodoxen Kirche. Was bedeutete das für ihn in der Folge? Es bedeutet, dass die Art und Weise, in der diese Bekehrung Russlands geschehen sollte, nicht durch uns geschehen wird. Wir können den russischen Orthodoxen helfen, denn die meisten Christen in Russland sind russisch-orthodox. Dort leben weniger als 1% Katholiken. Die russisch-orthodoxe byzantinische Tradition ist älter als 1000 Jahre. Man kann diese lange Tradition nicht über Nacht ändern. Sie ist tief im russischen Volk verwurzelt. So ist Evangelisation die wahre Aufgabe der russischen orthodoxen Kirche. Unsere Aufgabe, wofür sich Pater Werenfried in seinen letzten Jahren einsetzte, ist die Versöhnung zwischen der westlichen und der östlichen Kirche, zwischen der katholischen und der russischen orthodoxen Kirche und den anderen orthodoxen Kirchen. Dafür hat sich Pater Werenfried in den letzten Jahren seines Lebens engagiert. Er hat auch der orthodoxen Kirche einige Hilfsmittel für eine solche Evangelisation gegeben. Diese waren vom Herrn gesegnet durch die Hilfe von Pater Werenfried. Um Ihnen eine Ahnung zu vermitteln: Das russische Fernsehen ist heute sehr nah daran, religiöse Programme auszustrahlen. Ganz abgesehen von unserer Moskau-Fatima-Brücke sind sie ganz nah daran, religiöse Programme auszustrahlen. Wir begannen mit Blagovest Radio. Jetzt benutzen wir das Radio nicht mehr, sondern das Fernsehen.
Wir produzieren ökumenische Programme mit einem russisch-orthodoxen Team, die Programme, Videos, Filme vorbereiten. Wir bekommen mehr Sendezeit im russischen Fernsehen, sowohl im Staatsfernsehen als auch in den regionalen Sendern. Wir bekommen mehr Sendezeit als alle anderen Kirchen zusammen. Das ist nur möglich mit der Gnade Gottes. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie sich uns die Türen öffnen. Pater Werenfried pflegte zu sagen, dass die Liebe Türen öffnet. Wenn wir ihnen unsere Liebe zeigen, unsere Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern, die sie ja wirklich sind, dann öffnen sie uns auch ihre Herzen. Und das passiert. Aber ich muss betonen, dass wir zusammen mit den Russisch-Orthodoxen arbeiten, ohne einen Erfolg über Nacht zu erwarten. Denn es wird Zeit brauchen. José Correa, warum, meinen Sie, hat sich Russland noch nicht vollständig bekehrt? In den Botschaften von Fatima, oder besser gesagt, genauer gesagt, im Geheimnis von Fatima mit seinen drei Teilen, ist davon die Rede, dass Russland Maria geweiht werden soll. Nun hat Pius XII. Eine Weihe vollzogen während des Zweiten Weltkrieges. Dann gab es eine Weihe am 25. März 1984. Und dann gab es nochmal eine Weihe im heiligen Jahr 2000 im Oktober. Dort waren sogar ein Drittel des Weltepiskopates in Rom versammelt zu diesem Anlass. Was fehlt noch? Warum hat sich Russland noch nicht bekehrt? Was fehlt, ist ganz klar. Es gibt eine Botschaft, die Schwester Lucia über den Bischof von Coimbra und den Nuntius an den Papst geschickt hat. Russland sollte ausdrücklich in dieser Weltweihe genannt werden. Dies geschah nicht. Der Heilige Vater dachte, es wäre besser so. Und natürlich wurde dann darüber nicht diskutiert. Roma locuta, causa finita. Er sagte, natürlich wird diese Weihe der Welt viele Gnaden schenken. Aber die Weihe Russlands zusammen mit allen Bischöfen der Welt, das war ja immer die Bedingung unserer lieben Frau, geschah eben nicht so. Dafür wird man wohl noch Zeit brauchen. Es wird nicht so leicht sein. Aber der Kommunismus in Russland fiel in sich zusammen, ohne einen einzigen Schuss. Es war eine friedliche Entwicklung. Sie begann mit der Öffnung der Berliner Mauer und am Ende fiel der Kommunismus in ganz Osteuropa. Friedlich, ohne Blutvergießen. Das war eine riesige Gnade, die der Welt und Russland zuteil wurde. Aber es ist noch nicht die Bekehrung. Diese Erklärung ist nicht von mir, sondern eine Erklärung von Schwester Lucia selber. Sie antwortete auf meine Frage in zwei Briefen. Ich hatte sie gefragt, was mit der Bekehrung Russlands sei. Sie erklärte, dass es mit dieser Weihe zu tun hätte. Sie schrieb es in zwei Briefen, einem längeren und einem kürzeren. José Correa, es ist sicher nicht alltäglich gewesen. Schwester Lucia ist ja im Jahr 2005 gestorben. Es ist sicher nicht alltäglich gewesen, von ihr Post zu bekommen. Nun sind Sie meines Wissens adoptiertes Mitglied Ihrer Familie gewesen. Wie haben Sie denn das geschafft? Das ist eine wunderschöne Geschichte. Es begann in Sao Paulo, wo ich wohne. Nach meiner Bekehrung begann ich dort schon für Russland zu arbeiten. Später zog ich nach Europa, nach Brüssel. Aber am Anfang war ich in Sao Paulo. Ich wusste, dass ein Bruder von Schwester Lucia in der Stadt Assis bei Sao Paulo lebte. Ich besuchte ihn und fand heraus, dass er sehr arm war. Er hatte eine Tochter, die ebenfalls arm und in einer schwierigen Ehe lebte. Also organisierte ich ihr einen Job und auch finanzielle Hilfe durch Freunde.
Ich begann, ihm so gut wie möglich zu helfen. Dann bekam er Krebs. Ich fand ein Krankenhaus für seine Behandlung, aber er starb und wurde mit Würde begraben. Seine Tochter hatte ein Baby und ein sehr kleines Kind. Es war für die Mutter unmöglich, zu arbeiten und sich um die Kinder zu kümmern. So schlug ich ihr vor, die Kinder zur Adoption zu geben. Sie fragte Schwester Lucia. Ihr war es wichtig, dass es eine katholische Familie sei, die das Kind adoptiert. Ich habe durch einen Freund dafür gesorgt, dass ein Universitätsprofessor das Baby adoptiert hat. Die Familie in Portugal war sehr dankbar für das, was ich getan hatte. Es war ja eigentlich nichts weiter als christliche Nächstenliebe, doch die Familie war dankbar. Daraufhin wurde ich eingeladen, zusammen mit der Tochter von Schwester Lucias Bruder nach Portugal zu fahren. Sie war noch nie in Portugal gewesen, hatte Schwester Lucia nie besucht. Wir fuhren also zusammen nach Portugal, weil Schwester Lucia mir danken wollte. Dort trafen wir mit der ganzen Familie zusammen. Portugiesische Familien sind sehr groß. Wir trafen alle, zumindest fast alle. Am Ende des Besuchs stand die wichtigste Person dieser Familie, Frau Casilda, auf und erklärte, dass die Familie beschlossen hatte, mich mit der Zustimmung von Schwester Lucia als Familienmitglied zu adoptieren. Als Dankeschön für das, was ich in Brasilien getan hatte. Am Schluss sagte Frau Casilda zu mir, hast du verstanden, was jetzt hier geschehen ist? Ich sagte, ja, ich bin jetzt ein Mitglied ihrer Familie. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, sagte sie, aber es ist noch mehr als das. Von jetzt an kannst du mit Schwester Lucia sprechen, wann immer du willst. From now on, you are free to speak to Sister Lucia whenever you want. José Correa, wirklich eine große Ehre, jederzeit, wann man will, mit Schwester Lucia sprechen zu können. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu der Adoption. Wie alt waren die Kinder, als sie adoptiert wurden? Eins war noch ein Baby, 6 oder 7 Monate alt. Das andere ein kleines Kind, etwa 2,5 Jahre alt. Also wirklich sehr kleine Kinder. Herr Correa, und die Mutter von diesen adoptierten Kindern war alleinerziehend und musste deswegen arbeiten gehen. Ja, sie war Witwe. Sie lebte in einer schlimmen Ehe. Ihr Mann war Alkoholiker. Eines Tages wurde er völlig betrunken von einem Lastwagen überfahren und starb sofort. So war sie alleine mit 2 kleinen Kindern, für die sie sorgen musste. Sie war sehr arm, musste arbeiten und kurz danach verlor sie auch noch ihren Vater, den Bruder von Schwester Lucia, der an Krebs starb. Es war eine dramatische Situation. Wann waren Sie mit Pater Werenfried bei Schwester Lucia? Das war in den späten 90er Jahren. Genau weiß ich das nicht mehr. Pater Werenfried wollte mit ihr über das Projekt sprechen, wie er der orthodoxen Kirche helfen konnte. Er wollte wissen, was sie über Russland dachte und über die orthodoxe Kirche. Sie wusste schon über Kirche in Not Bescheid und hatte größte Hochachtung vor Kirche in Not. Sie hatte zu mir gesagt, Kirche in Not ist das Werk Gottes. Sie wiederholte das auch vor Pater Werenfried. Lucia sagte mir, tu, was du kannst, um Kirche in Not zu helfen, denn das ist ein Werk Gottes. Das ist sehr wichtig für die Kirche und für die Welt. Sie sagte zu Pater Werenfried, dass die Arbeit, der orthodoxen Kirche zu helfen, diese Arbeit der Liebe zwischen den beiden Kirchen sehr wichtig sei für die Zukunft. Für die Zukunft der Kirchen, die Zukunft Europas
und die Zukunft der Welt. Sie ermutigte ihn, weiterzumachen, besonders da sie davor über Russland gesprochen hatte, über die Wichtigkeit, Russland durch die Liebe zu evangelisieren, über das Treffen der beiden Schwesterkirchen. All das war für sie sehr wichtig. Ich möchte noch hinzufügen, dass Schwester Lucia in einer Art prophetischer Vision über die Zukunft noch etwas Wichtiges sagte. Sie sagte: Pater Werenfried, erwarten Sie die Früchte nicht bald. Die Trennung der Kirchen hat Jahrhunderte gedauert und wird nicht schnell behoben werden. Es wird Zeit brauchen. Aber seid beharrlich, macht weiter. Herr Correa, ich wiederhole noch mal, was Schwester Lucia gesagt hat, um sicherzugehen, dass ich mich hier jetzt nicht täusche. Schwester Lucia hat gesagt, Kirche in Not, die Ostpriesterhilfe, ist ein Werk Gottes. Außerdem, Kirche in Not ist wichtig, nicht nur für die Kirche weltweit, sondern auch für die Welt. Und drittens, für die Zukunft Europas und für die Welt ist es wichtig, dass Kirche in Not der russisch-orthodoxen Kirche hilft. Ist das richtig? Ja, absolut korrekt. Sie sagte das nicht nur bei jener Gelegenheit zu Pater Werenfried, sondern hatte es mir auch schon vorher gesagt. Vielleicht fragen Sie jetzt, warum das nicht schon früher veröffentlicht wurde. Nun, das Problem war folgendes. Ich musste dem Bischof von Coimbra und der Oberin ihres Klosters etwas versprechen. Lucia war Karmelitin in Klausur und durfte nicht mehr zu der Welt sprechen. Ich musste versprechen, dass ich zu Lucias Lebzeiten nichts veröffentliche und nichts erzähle. Denn es war ein Familientreffen. Also durfte ich darüber nichts sagen, solange sie noch lebte. Jetzt, nach ihrem Tod, fühle ich mich frei, darüber zu sprechen, was bei diesen Besuchen geschah. Herr Correa, heißt das für die Zukunft, für das Werk Kirche in Not, weil Sie vorhin ergänzt haben, dass Pater Werenfried nicht sofort Früchte erwarten soll mit der Zusammenarbeit mit der russisch-orthodoxen Kirche, dass Kirche in Not beharrlich und geduldig weiterarbeiten muss an den Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche? Ich denke, das ist eine natürliche Folge dessen, was Schwester Lucia gesagt hat und was der gesunde Menschenverstand uns sagt. Wie ich schon vorher betonte, es waren hunderte Jahre der Trennung. Es gab auch viele politische Probleme, die auch in diese Trennung zwischen Katholiken und Orthodoxen hineingemischt wurden. Dies wird nicht über Nacht ungeschehen gemacht werden. Es wird lange dauern, eine wahre Freundschaft zwischen den beiden Kirchen zu fördern. Wie Papst Johannes Paul II. Sagte, es wird lange dauern, bis die zwei Lungen der Kirche zusammenatmen können. Herr Correa, als adoptiertes Familienmitglied von Schwester Lucia, sie ist am 13. Februar 2005 gestorben, kurz bevor Papst Johannes Paul II. Gestorben ist. Waren Sie bei Ihrer Beerdigung dabei? Nein, leider war es mir nicht möglich, bei Ihrer Beerdigung dabei zu sein. Aber ich war bei der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Dabei. Es war ein denkwürdiges Geschehen. Sicher haben die meisten von Ihnen es am Fernsehen verfolgt. Diese Verehrung durch die Menschen, es war unglaublich, wie die Leute in den Straßen Roms niederknieten, wie sie auf der Straße weinten. Es war unglaublich. Herr Correa, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder zu Gast in unserem Studio waren und für Ihre wirklich wichtigen Äußerungen, die Sie uns mitgeteilt haben, von Schwester Lucia. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um Fatima geht.